Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wie ihr seht, bin ich seit dem letzten Video ein bisschen gewachsen, jedenfalls was mein Ego angeht, denn das Redesign des Aktienfinders kam sehr gut an. Vielen Dank an der Stelle und dann möchte ich auch gleich was zurückgeben, bevor ich erkläre, warum aus meiner Sicht 200% Kursgewinn dich nicht zu einem guten, sondern zu einem schlechten Investor machen. Oder zu einem Spekulanten, was vielleicht noch schlimmer ist. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal hier anlässlich des Redesigns gibt es ein Gewinnspiel. Und jetzt muss ich mal ein bisschen was von meinem gewachsenen Ego abblasen, damit du hier sehen kannst, worum es eigentlich geht. Auf Instagram kannst du Vollmitgliedschaften gewinnen. Das Ganze läuft bis Montagnachmittag. Das heißt, wenn du jetzt noch rechtzeitig das Video siehst, kannst du da teilnehmen. Und dann wünsche ich dir viel Glück dabei. So, jetzt geht's weiter und zwar mit dem eigentlichen Thema des Tages, Gewinner- und Verliereraktien. Und bei den Gewinneraktien sind die Gewinneraktien diejenigen Aktien, von denen ich tendenziell die Finger lassen würde. Vielleicht mal noch kurz dahingesagt, mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net und ich gebe mein Möglichstes, um es dir zu erleichtern, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und dann zurück zum Thema. Wenn du Nachbarn oder Bekannte, Freunde hast, die börsenaffin sind oder sich einfach nur in gewissen Facebook-Gruppen tummelst oder wo auch immer, wo es um das Thema Börse geht, dann wirst du schon diese Posts oder Aussagen kennen von wegen mit, ich habe jetzt die Aktie XYZ gekauft, bin 100% jetzt schon im Plus und das war doch klar, dass es jetzt wieder nach oben geht. Solche Geschichten, wo dann halt die eigenen Erfolge nach außen gekehrt werden. Und meistens ist es so, dass das keine besonders guten Aktien sind für langfristige Investoren. Und bei den Gewinner- und Verliereraktien hier, da sieht es gar nicht anders aus für den Monat April. Wir haben ja jetzt den Mr. Market wieder ein bisschen in Partylaune, nachdem er ja erstmal hier tief in Depression versunken ist im März. Und um hier in die Gewinner-Sektion zu kommen, muss eine Aktie mindestens um 65% zugelegt haben und im Vormonat hätten da noch 10% gereicht, jetzt also über 65%, und das ist natürlich erstmal beeindruckend, wenn wir hier sehen zum Beispiel Apache 225% zugelegt, und das sind dann auch immer so die Sachen, wo dann die Leute denken, ah, hätte ich doch zugegriffen, ja, das wäre doch super gewesen. Dabei vergessen die Leute meistens, dass diese Aktien regelrecht zerlegt worden sind vorher und du brauchst nur 3 Monate zurückgehen, dann wärst du mit allen diesen Aktien im Minus, mit jeder einzelnen Aktie. Es gibt keine Aktie aus 3 Monats Sicht, die zugelegt hat. Und das ist natürlich schon mal etwas ernüchternd, hängt auch damit zusammen, dass wenn eine Aktie um 50% gefallen ist, dann muss sie danach wieder um 100% steigen, um zum Ausgangswert zurückzukehren. Das machen sich viele Leute eben auch nicht bewusst. Wenn du mal hier anschaust, um was für Aktien es sich handelt, weil ich probiere eigentlich immer, wenn ich solche Listen vor mir habe, diese Gewinner- und Verliererlisten, da so allgemeine Tendenzen oder Weisheiten rauszuziehen und mich nicht hier in einer einzelnen Zeile quasi zu verlieren. Und das klappt eigentlich relativ oft, relativ gut. Und so eine Weisheit möchte ich dir jetzt auch wieder vermitteln. Wenn du also diese Gewinneraktien anschaust, dann siehst du, dass wir hier die Verlierer haben, die längerfristigen Verlierer, die Verlierer des Börsencrashs 2020 oder Corona-Crashs. Und das sind jetzt die Aktien aus den Bereichen Energie, also Öl und Gas, Ausrüster insbesondere, wie auch Apache. Und es sind die Zykliker auch aus dem Bereich Tourismus und Freizeit. Wir haben hier die drei Kreuzfahrtgesellschaften wieder drin, Royal Caribbean Cruises, Carnival, Norwegian Cruise Line, über die ich schon das ein oder andere Mal berichtet habe. Wir haben Tor Industries mit den mit Trailern, also Campingwagen beispielsweise. Wir haben Capri Holdings, Luxusmarke, so ein bisschen LVMH-mäßig. Und dann haben wir noch zwei potenzielle Ten-Backer laut Mission Money, die ich da reingenommen habe. Die tanzen ein bisschen aus der Reihe, Paysign und My Homes hier. Wenn ich mir die Aktien im Aktienfinder angucke, diese Gewinner, da habe ich mal eine kleine Watchlist erstellt mit den 15 Aktien hier.
dann sieht man, dass da nur eine einzige Aktie eine Auszeichnung hat und dass das Ranking eher durchwachsen ist. Also es gibt hier vier Aktien mit einem Ranking über 80. Davon sind es zwei Kreuzfahrtgesellschaften, Paysign und Diamondback Energy. Und wenn man hier schon Norwegian Cruise Line zum Beispiel anschaut, dann siehst du, dass es die jetzt, also sieht erstmal schön aus die letzten Jahre, auch vom Umsatz her, bei sehr stabilen Margen, wachsender Umsatz, entsprechend steigende Gewinne, steigende operative Cashflows. Jedenfalls über die längste Zeit. Und dann siehst du hier einen richtigen Einschlag, den Corona-Einschlag. Und da siehst du dann die ganze Dramatik. Du siehst auch, wie die Umsätze zurückgehen, wie die Margen einbrechen, also stark negativ werden von der operativen Marge um die 18% auf eine negative operative Marge von 6%, Nettomarge sogar minus 20%. Also die Kreuzfahrtgesellschaften lassen ordentlich federn. Und es ist da ein bisschen Extrembeispiel eines Zyklikers, weil ja die Corona-Krise, der Corona-Crash ein Extrembeispiel für uns alle gewesen ist, wie wir es so noch nie erlebt haben. Aber Zykliker bleibt Zykliker. Und das ist halt in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen, weil die Finanzkrise ist halt auch schon ein paar Tage her. Und wenn man jetzt dann eben nur ja, Wirtschaftsaufschwung im weiteren Sinne, auch wenn er ein bisschen gekauft war durch billiges Geld und so weiter. Aber wenn man im Prinzip einen Wirtschaftsaufschwung lange Zeit sieht, oder drücken wir es vorsichtiger aus, keinen Wirtschaftsabschwung, dann geht hier die Zyklik so ein bisschen, gerät die etwas aus dem Auge und jetzt drängt sich uns das Ganze eben wieder auf. Das heißt hier, wenn wir weiter in die Vergangenheit blicken, dann sehen wir hier nochmal das, was ich darstellen wollte. Und zwar haben wir hier hohe Kursgewinne bezogen auf den letzten Monat. Die Zahlen weichen übrigens ab von dem, was wir in der Tabelle haben, weil wir haben ja jetzt einen 3-Tage-Versatz und da reicht schon aus, dass Apache nicht mehr auf 200% oder 225% Kursgewinn kommt, sondern noch auf 110% Kursgewinn. Es ist halt auch kein Wunder, wenn man sich hier die Preise anschaut, von 4 auf 13 US-Dollar. Das passiert halt alles innerhalb weniger Tage. Da reichen ein, zwei Tage Versatz schon aus, dass 100% Kursgewinn weg sind. Aber du siehst hier auf 3-Monats-Sicht, dass die Aktien alles Verliereraktien gewesen sind oder nach wie vor Verliereraktien sind. Auch aus 6-Monats-Sicht, sogar auf 1-Jahres-Sicht, bis auf PaySign, die sind dann seitwärts gelaufen. Und das macht uns halt schon mal irgendwo klar, dass man als langfristiger Aktionär mit einer solchen Aktie eine große Durststrecke erstmal überstehen müsste, wenn man die jetzt beispielsweise vor einem Jahr sich ins Depot gelegt hat. Wer sich eine dieser Aktien tatsächlich ins Depot gelegt hat vor beispielsweise einem Monat, dem könnte man jetzt gratulieren, aber das ist dann natürlich auch, das hat dann die Frage erlaubt, ob es ihm auch wieder gelingen wird, beim nächsten Downcycle, also wenn es mal wieder nach unten geht, die Aktie rechtzeitig zu verkaufen oder ob man eben die ganzen die ganzen Kursgewinne wieder abgeben muss. Und dann hat man ja auch noch meistens oder relativ oft wenigstens Dividendenkürzungen zu erleiden oder vielleicht komplette Dividendenstreichung, wenn es wieder nach unten geht. Das heißt, aus meiner Sicht sind hier nicht wirklich Aktien für einen langfristigen Investor da. Und wenn man mit solchen Aktien angibt, dass man damit jetzt hier 10, 20, 100%, 200% Kursgewinne gemacht hat, dann erzählt man diese eine Geschichte, aber ich denke, viele andere Geschichten, die deutlich länger werden, die verschweigt man dann lieber. Es gibt so, wie ich schon angedeutet hatte, ein paar Ausreißer bzw. ein paar Exoten in dieser Liste, beispielsweise eben PaySign, wo es ja um Zahlungsdienstleister geht. Und da geht es langfristig aufwärts. Allerdings haben die hier einen Umsatz von nicht mal 35 Millionen US-Dollar. Das heißt, es sind ein Zwerg und das Ganze ist eben eine Spekulation. Das ist ja auch analog dem, was mir schon meine gesagt hat, mit dem Tenbagger, der mir auch betont, dass das Ganze hier auch hochspekulative Aktien sind. Also auch aus der Sicht, nichts für einen Investor geeignet ist wirklich dabei. Wenn wir mal weiter runter gehen und uns dann die Verliereraktien anschauen, dann ist es tendenziell besser. Ich habe sogar eine dieser Aktien, zwei Aktien habe ich sogar davon, Public Storage und Wirecard.
Bei Public Storage und Extra Storage handelt es sich um Container-REITs, wo man sowas einlagern kann. Die sind recht gut durch die Krise gekommen. Und Wirecard, ja, das kennt ja fast jeder, sind im gleichen Segment und in der gleichen Branche tätig wie PaySign, nur deutlich größer. Dafür aber auch deutlich umstrittener, was die Bilanzierung angeht. Da gab es auch was von KPMG. Ich hatte aber noch nicht die Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich wollte hier aber noch ein bisschen auf die Versicherer eingehen, denn du siehst, dass wir hier viel Versicherer unter den Verlierern haben. Und das Ganze ist natürlich auch kein Zufall. Ich habe hier im Blog geschrieben, was die Versicherer hier jetzt durchmachen müssen. Und zwar haben wir vielgestaltiges Problem bei den Versicherern bzw. in der Versicherungsbranche jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfung. Wir haben zum einen Abschreibungen bei den Versicherern, denn diese Versicherer bekommen ja Prämie und legen die in Wertpapiere an, unter anderem in Aktien. Und wenn die Aktien unter den Anschaffungskurs fallen, dann müssen die erstmal abgeschrieben werden. Später gibt es vielleicht eine Wertaufholung, aber zuerst mal müssen die abgeschrieben werden. Das geht natürlich auf den Gewinn. Da habe ich auch ein Beispiel hier in dem Blogbeitrag für die RLI Corporation bezüglich dieser Abschreibung. Dann haben wir natürlich potenzielle Verluste durch entstandene Versicherungsschäden. Wenn man jetzt den Extremfall annimmt und ein Versicherer, der Großveranstaltungen versichert hat gegen den Ausfall, dann sieht es natürlich ganz übel aus. Teilweise ist es aber auch so, dass Versicherer schon freiwillig was zurückbezahlen. Beispielsweise Versicherer, Kfz-Versicherer von Fuhrparks, betrieblichen Fuhrparks, die werden jetzt viel weniger bewegt, die Autos. Und die Versicherer, entweder vertrags- oder kulanzbedingt, zahlen dann Teil der Prämie zurück, weil die Autos kaum noch bewegt werden. Da entstehen natürlich auch weniger Schadensfälle, aber nichtsdestotrotz geht dann auch auf die Marge. Wir haben Verlust durch Zahlungsausfälle, ganz klar. Das betrifft jetzt die laufenden Verträge. Und gerade in den USA, da ist es ja so, dass in den letzten Wochen, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr 20 Millionen Amerikaner Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Und das habe ich auch erst in der neuesten Zürcher Zeitung gelesen, Neue Zürcher Zeitung gelesen, dass laut einer Umfrage der amerikanischen Nationalbank trotz des langanhaltenden Wirtschaftsaufschwungs 4 von 10 Amerikanern nicht in der Lage sind, Notfallgroschen über wenigstens 400 US-Dollar anzusparen. Das heißt, wenn jetzt 20 Millionen Amerikaner einen Job verlieren und 40% von denen waren nicht in der Lage, also 8 Millionen davon waren nicht in der Lage, nicht mal Notgroschen bereitzuhalten, dann können die garantiert keine laufenden Versicherungsbeiträge mehr bezahlen. Und das führt dazu, also führt erstmal prinzipiell zum Versicherungsausfall. Teilweise, weil es so massiv ist, gehen die Versicherer schon hin. Beispielsweise hier die Geico von Berkshire Hathaway, das habe ich auch gerade heute Morgen gelesen, und machen eine Generalstundung. Das heißt, sie gewähren den Versicherungsschutz weiter. Sie kündigen nicht außerordentlich die Versicherungsverträge, nachdem die Beitragszahlungen nicht mehr geleistet werden. Also sie lassen es einfach weiterlaufen. Das heißt, es ist erstmal eine gute Sache. Der Versicherungsschutz ist weiterhin gegeben. Aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es erstmal eine Belastung, weil die Prämien kommen nicht rein, aber die Leistungen müssen die Versicherer im Schadensfall trotzdem erbringen. Und wie das dann weitergeht, weiß man nicht. Da ist natürlich die Hoffnung der Versicherer, die das machen, dass wir eine sogenannte L-förmige, also eine schnelle Erholung sehen und dass dann die Verträge, die Versicherungspolicen doch noch beglichen werden, rückwirkend. Falls das Ganze eben nicht passiert, dann müssen sie das Ganze abschreiben und dann geht es ins Inkassoverfahren und so weiter, was ja auch wieder Geld kostet und was dann oft genug trotzdem nichts einbringt. Also hier ist auch eine Belastung für die Versicherer. Und dann haben wir natürlich rückläufige Versicherungsprämien für den Fall insbesondere, dass die wirtschaftliche Situation sich dauerhaft verschlechtert. Dann können sowohl im privaten Bereich als auch im wirtschaftlichen, also im Unternehmensumfeld, die Versicherungen, dann sinken die Versicherungsprämien, weil weniger versichert wird. Das heißt, wir haben hier so einen vielgestaltigen Gegenwind bei den Versicherern. Und hier habe ich hier mal die 4 Versicherer aus dem Aktienfinder einen kleinen Screenshot gemacht. Und auch die Versicherer sind Zykliker. Und du siehst auch hier das Ranking der 4 hier betroffenen Versicherer, die auf dieser Verliererliste sind,
ist nicht gerade besonders hoch. Es gibt auch Versicherer, insbesondere Rückversicherer wie die Hannover Rück, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die sehen relativ gut aus, auch langfristig, sind auch relativ gut durch die Finanzkrise gekommen. Aber allgemein ist auch die Versicherungsbranche eher so ein zyklisches Ding, wo ich auch beispielsweise nicht investiert bin. Hier sehen wir dann nochmal Public Storage, die Dividenden. Und ja, Public Storage habe ich, ist aber keine Kaufempfehlung. Was ich dann auch noch relativ interessant fand in der Verliererliste, das war dann beispielsweise Rational, also ein deutscher Hersteller von Industrieküchen, der zwar vom Prinzip her auch zyklisch ist, man sieht hier auch den Einbruch, aber langfristig es dennoch geschafft hat, hier ein schönes Wachstum vorzuweisen. Aber auch hier bei Rational ist es so, dass die Aktie ganz schön zugelegt hat. Das siehst du in der Grafik auch vom Aktienfinder, dass wir hier doch schon eine sehr sportliche Bewertung gehabt haben, also sprich Überbewertung, und dass dann der Aktienkurs dann nach unten gegangen ist, aber jetzt immer noch kein absolutes Schnäppchen ist, insbesondere dann nicht, wenn du die Prognosen mit einbeziehst, die ja davon ausgehen, dass die Gewinne und Cashflows rückläufig sein werden. Apropos Prognosen, wir hatten jetzt eine Phase gehabt, als es im März so zu einer dramatischen wirtschaftlichen Verschlechterung gekommen ist, in bisher unbekannter Schnelligkeit, dass die Prognosen mit extremer Vorsicht zu genießen waren, um nicht zu sagen, zum Großteil sogar unbrauchbar gewesen sind. Das hat auch den Aktienfinder betroffen, da habe ich extrem viele Anfragen bekommen, da habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das heißt, die Analystenhäuser und die Datenprovider, die waren allesamt einfach überfordert, mit der Geschwindigkeit danach zu ziehen. Mittlerweile hat sich das Ganze aber stabilisiert. Das siehst du ja beispielsweise, das hast du gerade Rational gesehen. Das sieht man aber ja auch hier bei Norwegian Cruise Line, hast du schon gesehen. Wenn ich jetzt hier mal Carnival anklicke, dann siehst du ja auch hier, was für Einbrüche wir jetzt haben werden, laut den Analystenschätzungen hier beim Umsatz, bei den Margen. Das heißt, das ist mittlerweile alles angepasst und soweit realitätsnah. Deutlich realitätsnah, als es noch vor 2 Wochen gewesen ist. Das heißt, man kann die Analystenschätzungen durchaus auch jetzt wieder mit einbeziehen in die Anlageentscheidung oder in die Analyse. Gut, das waren so die wichtigeren Dinge, die ich mal mitteilen wollte. Und du weißt jetzt, wie du es einschätzen kannst, wenn du jetzt zunächst mal auf Facebook liest oder von den Bekannten hörst, dass er jetzt irgendein tolles Schnäppchen gemacht hat, was ja so offensichtlich gewesen ist, dass er jetzt so und so viel im Plus ist, dann weißt du genau, er erzählt dir eine Geschichte, aber die andere Geschichte, die wahrscheinlich viel länger ist, die enthält er dir vor, weil er eben langfristig kein erfolgreicher Investor ist, sondern höchstwahrscheinlich einfach nur entweder ein schlechter Investor oder ein Spekulant. Und ich hoffe, dass du nicht solche Geschichten erzählst und dann auch keine anderen Leute auf die falsche Fährte bringst, sondern einfach ganz cool in langfristig erfolgversprechende Aktien investierst, um von langfristig steigen Kursgewinnen und Dividenden zu profitieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.